Servusle Leute, schön, dass ihr wieder hier seid bei ARK mit dem Voucher und mit dem Alderle. Es ist nicht viel passiert von der letzten Folge auf heute. Ich habe gedacht, ich schleiche hier so ein bisschen rum, skill uns mal auf Level 10, dass wir heute vielleicht mal den Bogen probieren können. Es steht immer noch aus, den Bulbdog zu besorgen, den will ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich nur das Problem, beim Rumschleichen hier habe ich vergessen, wo ich wohne, ja. Und mit dieser Map, ich kann halt nicht wirklich viel damit anfangen. Ich sehe auf der Map nämlich nicht, wo ich stehe. Ich habe mal die First Base markiert gehabt, aber ich finde sie nicht mehr, Leute. Ich hab nicht wirklich einen Plan, wie ich mich hier orientieren soll. Das kommt aber alles mit der Zeit. Wir machen uns keinen Stress, ne? Wir machen so gemütlich als möglich. Mein erstes Mal ARK. Ich meine, jeder von euch erinnert sich an das erste Mal, wie aufregend es ist, wenn man hier alles erkundet neu. Ihr seht auch, dass ich wahrscheinlich ein bisschen zu schwer bin. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, mein Inventar hier auszuräumen, weil ich halt nicht wirklich weiß, was brauche ich, was kann ich behalten, was schmeißt man raus. Ich habe eine Brille gefunden übrigens. Also wie gesagt, ich habe nicht allzu viel gemacht, aber da passiert ja in jeder Minute was. Ich werde auch in Zukunft wieder alles aufnehmen, ne? Ich dachte, ich mache so ein bisschen Vorbereitung, aber lassen wir das, Leute. Ich erkunde es einfach so, wie es ist beim ersten Mal. So ist es. Was wir erleben, erleben wir. Und solange wie es dauert, dauert es. Jetzt pass mal auf, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Hier, ne? Und der Bart, Alter, der hat einen wunderschönen Vollbart mittlerweile. Ich bin gespannt, wie weit es noch geht. Also den lassen wir mal schön wachsen. Hier habe ich jetzt eine Brille, ist aber wahrscheinlich eher so ein Gimmick, ne? Ist eher so ein Gimmick, schätze ich mal. Hier seht ihr auch doppelte Klamotten. Ich habe irgendwann mal meinen Leichnam wiedergefunden, aber ich habe mich halt total verlaufen. Ich weiß im Moment nichts. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Fleisch holen, dass wir immer schön was zum Essen haben. Jetzt habe ich nur das Problem, Leute. Ich weiß weder, wo unsere Haupt... Es kann auch sein, dass die da hinten dran war. Jetzt gehen wir einfach mal los. Jetzt gehen wir mal los, erkunden hier ein bisschen das Viertel. Es ist auch gerade Tag. Ich habe übrigens auch meine Einstellungen. Seht ihr hier oben 90% Tag, 10% Nacht? Ich hatte ja da schon ein bisschen rumgespielt, weil ich weniger Nacht folgen wollte. Das habe ich verworfen. Angeblich ist es so in dem Spiel, dass man... Was ist da unten los? Dass es hier halt diesen Zyklus gibt, weil es gibt dann einfach längere Nächte, in denen man dann später im Spiel oben raus kann, ne? Auf die Oberfläche. Dann ist scheinbar die Strahlung nicht so arg. Ich habe nicht viel drüber gelesen, ich lasse aber die Finger weg. Das Einzige, was jetzt noch umgestellt wurde, ist Zähmgeschwindigkeit auf 5 und Farmen, also Harvest auf 5. So. Wir werden hier noch sehr oft sterben, bis ich einigermaßen routiniert bin. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Hütte hingebaut habe. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt hier mal rum. Also, heute würden wir einfach als Ziel. Wir sind frei, ne? Wir müssen uns ja nicht an der Base entlanghangeln. Zur Not setze ich die Fundamente nochmal geschwind auf. Ich spiele das jetzt am Anfang auch so ungezwungen, dass ich nicht zwingend meine Base safen muss, weißt du? Schön mobil bleiben, gucken, dass wir ein bisschen leveln, dass wir stärker werden. Und da wird es schon irgendwann. Leute, die Hinweise und Tipps, die ihr mir schenkt, herzlichen Dank dafür, hat mich riesig gefreut. Auch habe ich gesehen, wer von euch alles mit dabei ist bei dieser Staffel. Es wird eine Staffel, ja, ich muss es dazu sagen. Vergesst es angezockt, Leute, das wird nichts. Ja, guck mal da hinten, da will ich halt irgendwann hin. Ich traue mich jetzt nur noch nicht ganz. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, wenn ich da jetzt durchlaufe, kriege ich mal direkt fett eine eingefahren. Wir erkunden einfach, ne? Mal gucken, was wir so erleben, was wir sehen. Ich bin halt blutiger Anfänger, ne? Wer es schneller braucht, muss bei schnelleren Leuten zugucken. Ich bin halt ganz, ganz neu in dem Spiel. Dafür hat man hier die Chance, seine eigenen Anfänge nochmal zu reflektieren, sich zu erinnern, wie war es bei mir beim ersten Mal. Steht da ein Panzer? Nee, ne? Die Struktur ist halt schon geil. Ich will das jetzt sehen, Leute. Das ist bestimmt super interessant, aber ich bin immer noch zu schwer. Ich muss mein Inventar leer machen. Was kann ich denn hier rausräumen? Wovon haben wir denn ganz viel? Wieso habe ich eigentlich eine Doppel... Die kann ich doch jetzt mal raushauen. Ich brauche doch das Zeug jetzt hier alles nicht mit mir rumschleifen, oder? Was ist denn das hier? Ja, guck mal, das ist nämlich das, was mich schwer macht. Ich halbiere das einfach mal. Habe ich auch noch nicht rausgefunden, wie ich schneller halbieren kann. Keine Ahnung, das hauen wir jetzt auch mal noch raus. Die haue ich auch raus. Das brauche ich jetzt alles erstmal nicht. Zack, das haben wir jetzt weg. Und jetzt müsste eigentlich schneller sein. Jo, nimm mal den Speer in die Hand. Dann sehen wir wenigstens so aus, als ob wir uns wehren könnten. Vielleicht war die Hütte auch da hinten. Ich habe momentan nicht wirklich einen Plan. Nee, da war es nicht. Hier sind wir aber auch schon mal rumgelaufen. Ich will jetzt da durchgucken. Ich will schon mal so ein bisschen erspähen, Leute, was uns hier alles erwartet. Es sei denn, da kommen jetzt gleich Raptoren, dann bin ich weg. Dann hat sich's ausgespäht. Boah, Alterle. Okay. Ich esse halt immer zwischendrin jetzt mal noch so einen Pilz. Ich habe auch noch kein Wasser gefunden, ne? Ich bin mal. Guck mal hier oben. Da ist ein Loch drin. Da scheint praktisch die Oberfläche, das Licht von der Oberfläche durch. Hallo? Ist bestimmt nicht. Könnten wir mal. Genau, fangen wir mal damit an. Ich brauche ja die absoluten Grundbasics. Und da spielt es auch keine Rolle, welche Map ich spiele. Ich habe mich jetzt für die mal entschieden hier. Wie ist denn das? Wird es jetzt schwerer, je mehr man in die. Ni Je näher man an die Mitte der Karte kommt, ich gucke gerade auf meine Stats, ob sich hier irgendwas verändert, wenn ich hier in dem Licht rumtanze. Nicht, dass ich eine Strahlung abkriege oder sowas.
Wird es schwieriger, wenn man weiter in die Mitte der Karte kommt, oder gibt es verschiedene Biome, wo dann die Schwierigkeit höher wird? Weißt du, dass ich so ein bisschen mal weiß, wie ich mich entlanghangeln kann? So eine kleine Faustformel. Was? Ah, jetzt kommen wieder die Diamanten. Die weiß ich halt auch noch nicht, wenn ich die jetzt einsammle wie ein Großer, ob ich die überhaupt schon brauchen kann. Mein Ziel wäre heute echt mal so ein Bogen. Natürlich kann man auch nichts liegen lassen. Wenn schon mal was da ist, nehmen wir es auch mit. Alter, ist das imposant geil. Das sieht ja mal richtig gut aus da vorne. Und hier ist es auch schön hell. Es gibt also doch helle Momente in dem Spiel. Dankeschön. Was ein knorzlicher Riesenwuchsbaum da vorne, muss ich sehen. Hier sind wir doch recht sicher. Vielleicht sollte ich hier meine Hütte hinbauen. Hallo? Alles klar. Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht, aber da unten ist Wasser, Leute. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Habe ich den Beutel noch? Weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, ich habe den Beutel gar nicht mehr. Kann ich den herstellen? Jo, bauen wir uns mal einen Wasserbeutel. Holen wir uns gleich mal einen Schluck Wasser da unten ab. Irgendwie muss man doch hier runterkommen. Stückchen vor, Stückchen. Nein! Nicht so arg weit vor. Ist das Wasser tief genug? Ich habe keine Ahnung. Guck mal hier, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Soll ich den auch mitnehmen, wenn er schon hier rumliegt? Kommen wir hier überhaupt runter? Alter, hier ist das Ding abgebrochen. Ich traue ja nicht. Ich habe das Gefühl, aber wenn ich jetzt sterbe, wäre es nicht so schlimm, dann finde ich meinen Schlafsack wieder. Wenn ich da jetzt runterhüpfe, dann hätte ich Wasser. Und da drüben auf diesem kleinen Inselteil könnten wir uns da eine kleine Hütte hinbauen. Da ist auch irgendein Viech. Da ist auch ein Viech. Und schon habe ich eine. Ha! Wer bist du denn? Was? Zähmen mit Null? Lege die Nahrung in den Slot-Item. Den kann ich auch zähmen. Der frisst auch die Aquapilze oder was? Ne, jetzt habe ich sie gefressen. Der frisst offensichtlich was anderes, Leute. Jetzt ist nur die Frage, was ist der? Isst du vielleicht solche Beeren, mein Freund? Komm mal wieder zurück. Ja! Ich glaube jetzt, ne, wenn ich jetzt E drücke. Warte, bis es wieder hungrig ist. Was ist denn das für eins? Das ist nicht das Tier, das ich wollte. Es gibt unser Wachhund. Verstehst du denn richtig? Ja, der passt zu uns. Gleich mal einen Haufen gelegt hier beim Zähmen. Flieg jetzt hier nicht runter, Digga. Flieg hier bitte nicht runter. Nein! Dreh rum! Dreh rum! Ah, es ist ein Mädchen. Die lass dir nichts sagen, verstehst du? Leg mal den Speer weg, nicht, dass wir es tot machen. Guck mal, Zähmen. 36%. Wann hat denn das jetzt wieder Hunger? Das habe ich selber gegessen, ne? Ohne zu gucken, was ich esse. So, Moment. E zum Zähmen. Ah! Oh, den kriegen wir, Leute! Den kriegen wir! Ein kleiner Pupsi! Für ein Mädchen ziemt sich das aber nicht in der Öffentlichkeit zu scheißen, Alterle. Was ist denn das? Weißt du, auf Kommando. Der kann auf Kommando kacken. Hier fühle ich mich wohl, Leute. Hier ist kein Viechle. Wo kommt denn das plötzlich her? Ich hab's gar nicht gesehen. Ist das goldig? Du gehörst gleich mir. Du wirst zu mir gehören. Wie nenne ich dich denn? Wie nenne ich dich denn, Pupsmaschine? Pupsmaschine. Wir nennen sie Pupsmaschine. Nee, Pupsmaschine ist ja eher männlich, ne? Komm mal her. Hier. Ja, wir haben es. Benenne deinen Aberrant Lystrosaurus. 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 Wie nennen wir den denn jetzt? Ich muss schon irgendwie. Was weiß denn ich? Doch, der Pupsmaschine. Mir fällt erstmal nichts anderes ein. Wir können es ja bestimmt umbenennen. Pupsmaschine. Aber für ein Mädchen. Ich glaube, wir nennen sie Pupsi. Fertig. Erstmal Pupsi. Ist das nicht das Einfallsreichste? Da bist du. Du gehörst zu mir. Du. Pet it. Was, pet it? Es freut sich. Es freut sich. Coole Geschichte. Level 11, weißt du? Ist höher wie wir. Jetzt muss ich mal gucken. Ich kenne natürlich das Menü noch nicht. Verhalten. Schauen wir mal ganz kurz durch. Dein Ziel angreifen. Zielentfernung Mittel. Von Mittel bla bla. Gruppe ignorieren. Mit den Gruppen muss ich auch mal gucken. Spieler angucken aus. Ich habe Spieler angucken eingeschaltet. Schau mich an. Pupsi. Eigentlich Pupsi. Kann ich den Namen ändern? Ich habe schon einen besseren Namen. Alles klar, Verhalten nochmal, aktiviere Wandern, Folgen deaktivieren, nee, soll, Pupsi passt schon, oder? Pupsi passt schon, lass mal so erstmal, dein Ziel angreifen, ah, aggressiv, passiv, ich will dich passiv haben, Pups, so, kommst du jetzt wirklich mit? Ja, er kommt mit, aber ich brauche doch bestimmt, muss der auch was essen, Inventar öffnen. Wie sieht's denn mit deinem Hunger aus, Digga? Boah, Alter, der hat ein eigenes Killmenü. Ist das bei den Tieren hier so? Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, der frisst die Bären hier, oder? Frisst du die Bären? Ja, er frisst sie. Guck mal, Nahrung geht hoch. Also, dann kriegst du die Bären. Ich mach schon mal die Aquapilze wieder zurück. Wo habe ich denn die? Was ist denn das hier?
Das sind sie. Weil die brauchen wir. Ich will doch noch den Bulldog. So. Wenn ich dich auf Passiv habe, ist es doch ganz gut. Nee, ich mach dein Ziel angreifen, oder Leute? Das ist doch das beste Verhalten. Verhalten von Passiv, neutral, dein Ziel angreifen. Weißt du, dann hilft das schon mal mit. Springt er jetzt auch mit, wenn ich hier runterhupfen würde? Ich würde schon mal versuchen wollen, hier runter zu hüpfen. Ich muss nur mal ganz kurz ein bisschen... Wie ist denn das mit der Folgeentfernung? Da stand doch auch was dabei, ne? Ernteeinstellungen. Das muss ich halt alles noch lernen, Leute. Optionen. Sterilisieren! Ist das fies? Nix, nix. Du darfst dich vermehren, wenn du magst. Ist überhaupt kein Problem. Nochmal auf Verhalten. Pass mal auf. Zielentfernung ändern. Folgeabstand ändern von mittel auf niedrig. Das heißt, dass er mir sofort folgt, oder? Ja, so möchte ich das haben. Immer schöner Mann. Pupsi. Lass uns mal gucken. Vielleicht springt er ja mit runter. Ich weiß nur nicht, wo man hier runterspringt, ohne zu sterben. Hallo? Jetzt habe ich schon ganz vergessen, dass ich irgendwo eine Basis aufgebaut habe. Verzeiht mir dies, ja? Lass mich mal gucken. Vielleicht können wir die Bogengeschichte gleich noch einbauen heute in die Folge. Das wird eh... Es wird alles andere als nach der Norm laufen hier. Das weiß ich jetzt schon. Guck mal, ich habe nämlich hier 14 Punkte. Verstehst du? Wir sind Level 10 und wir konnten dann den Bogen bauen. Hab die Punkte extra aufgehoben. Hier, Bogen. Ja, und wir wollen natürlich dann auch Pfeile. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Kombination mich auch gegen Viecher wehren kann mal. Das weiß ich nicht. Den einen Punkt behalte ich jetzt mal. Jetzt gehen wir nochmal ins Menü zurück. Das war hier, ne? Hier oben sind wir ja sicher. Da kann ich ruhig mal kurz reingucken, ne? Ihr habt nämlich geschrieben, ich soll aufpassen, wenn ich hier in der Wildnis rumstehe. Habt ihr schon recht. Herstellung. Was braucht man denn für so einen Bogen? Fasern und Holz, das ist sehr gut. Feuerstein und Stroh. Also wir müssen auf jeden Fall runter, dass wir da was farmen können. Ich gucke jetzt. Risiko, Leute. Irgendwann in 20, 30 Folgen bin ich so routiniert, da passiert sowas dann nicht mehr. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich hier runterhüpfe, dass wir dann auf diese kleine Insel da hinten kommen wollen. Ich hoffe, dass Pupsi mitkommt und ich hoffe, dass das Wasser tief genug ist. So. Alles klar, jetzt erstmal schwimmen lernen. Verstehst du? So. Genau, Alter, hier rüber. Ich weiß jetzt nicht, ob... Oh, da unten schwimmt auch was, guck mal. Geil, Alterle. Und ein Fischle. Hallo. Aber bei Dark and Light waren die Fische nicht lieb. Raus. Geh mal raus hier. Man weiß nie. Guck mal, Pupsi. Pupsi. Pupsi kann schwimmen. Scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Der kann doch hoffentlich nicht schwimmen, oder? Pupsi. Nein, Pupsi. Pupsi. Lass ihn in Ruhe, Alterle. Er hat ihn getötet. Er hat ihn getötet. Dann will ich auch sterben. Dann will ich auch nicht mehr leben. Stirb, 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 stirb. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt möglich war, was ich jetzt probiert habe. Das werdet ihr mir bestimmt sagen. Halterle. Okay, durchatmen, durchatmen. Jetzt kann ich doch meinen Spawnpunkt mal benutzen, ne? Ich finde ja meine Sachen jetzt eh nicht da unten. Kommt der da an, Grant? Wir gehen zurück zur Base, Leute. Wir gehen zurück zur Base. Respawn zufällig. Neue Überlebende stellen. Portal easiest. Ne, ich will gerne hier. Entfernung. Wie kann ich denn das jetzt machen, dass ich hier... Muss ich so machen? Ne. Wie kann ich denn meinen Schlafsack auswählen? Schlafsack, Entfernung, 9, 3, irgendwas? Portal easiest. Wie benutze ich ihn jetzt? Jetzt blinkt's. Ich drücke einfach mal drauf, wenn wir gleich sehen, ne? Wir sind nicht am Schlafsack, Alterle. Jetzt geht's natürlich gerade weiter. Ich weiß natürlich von hier aus auch nicht, wo mein Zuhause ist. Da ist ein Raptor. Schnell weg. Das sind ganz viele Raptoren. Wieso spawne ich denn jetzt an einem Raptorgebiet? Oh nee, jetzt ist alles weg. Meine Brille ist weg. Pupsi ist weg. Meine Base ist weg. Meine Ideen sind weg, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Ich fände es ja toll, wenn ich mein Zuhause mal wieder finde, aber das können wir wohl vergessen. Das wird aber mein Ziel. In die Richtung will ich, glaube ich, gehen, an den See runter. Gucken, ob wir da ein ruhiges Plätzle irgendwo finden, Leute. Das wäre eine coole Geschichte. Macht das Sinn? War da jemand schon mal von euch am Anfang gleich? Ist das zu arg? Ist das zu arg? Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich bin. Wahnsinn, aber was da alles auf uns... Das sind ja gerade die Ausläufer, die Ränder, die ich hier abgras, ne? Und ich habe das erste Tier gezähmt und verloren. Hat er mir Pupsi getötet? Ich habe da gerade... Es hat mich übermannt, das tut mir leid. War natürlich jetzt nicht die sinnvollste Aktion, dem da mit dem Speer. Hätte aber auch klappen können. Ich habe gelesen, dass der nur Level 3 ist, weißt du? Habe so ein bisschen die Hoffnung geschoben natürlich, dass das merklich ihm was ausmacht, wenn ich ihm eine gebe. Guck
guck mal da oben durch, guck mal da oben durch, wo das Licht durchschimmert. Das ist doch Wahnsinn. Die Welt will man doch entdecken, oder? Da will man doch mittendrin sein, statt nur dabei. So, Leute, jetzt haben wir natürlich nichts erreicht und alles gesehen. Ich habe keine Ahnung, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich unser Zuhause wieder finde. Jetzt jump mal hier mal rum. Das mit dem Schlafsack hat auch nicht geklappt. Da habe ich jetzt irgendwie gerade keine Ahnung gehabt, wie ich das aktivieren kann. Hier sind wir falsch. Ja, das Problem ist, als ich weg bin von zu Hause hier, war es dunkel, glaube ich. Jetzt sieht die Welt natürlich ganz anders aus, wenn es hell ist. Wir waren auf jeden Fall irgendwo am Rand. Hier erkenne ich erkenne leider hier nicht, ob da ist, da ist von uns kein Punkt drauf, ne? Man sieht eigentlich gar nicht, wo man ist, oder? Vielleicht sollte ich mir einen Kompass basteln. War da nicht ein Kompass dabei? Weißt du, dass ich zumindest nach Norden laufe oder sowas? Da war doch ein Kompass dabei, oder? Lass mal gucken. Aber jetzt habe ich keine Punkte mehr. Hey, hier ist ein Kompass. 5 Punkte. Hiermit kannst du, was steht da? Hiermit kannst du herausfinden, in welche Richtung du reist. Genau, Alterle, sowas brauche ich. Sehr schön. Dann werden wir schon mal anfangen, uns hier die Materialien wieder aufzubauen. Ich finde meinen Leichnam jetzt eh nicht mehr. Vergessen wir doch das, oder? Machen wir uns doch nichts vor. Was fehlt denn da noch? Ich glaube, ich muss einen Stein finden oder so. Ja, jetzt graseln wir hier mal rum. Irgendwie wird es weitergehen, Leute. Es geht immer weiter. Wahnsinn. Ich finde es total gut. Ich freue mich voll, die Welt zu entdecken. Deswegen machen wir jetzt auch regelmäßig hier Folgen hier. Ganz klarer Fall. Das erobern wir uns das Spiel mit unserer Gemütlichkeit. Da hinten ist da nicht unsere Hütte gewesen? Da hinten an dieser Wand? Weiß es nicht. Weiß ich es nicht mehr. Ich habe echt keine Ahnung. Jetzt machen wir einfach. Ich kruschel jetzt hier rum, sammle wieder Sachen ein, passe ein bisschen auf, dass wir nicht gleich wieder sterben. Wenn wir die Hütte finden, ist gut. Wenn nicht, bauen wir uns einfach wieder neu auf, parallel. Da hinten würde ich gerne weitermachen, da wo wir gerade runtergesprungen sind. Ich weiß nicht warum, Leute, aber das Gebiet reizt mich gerade tierisch. Habe ich ein Tier gezähmt? Pupsi. Wie gewonnen, so zerronnen. Ich glaub, das nennen wir als Folgentitel heute, oder Leute? Wie gewonnen, so zerronnen. Weil ist ja so. Schade. Ich glaube, ich brauche am Anfang noch nicht so den Wert drauflegen, ein Viech zu finden, das ewig bei mir bleibt, oder? Aber sie hat gekämpft für uns. Sie hat sich voll eingesetzt. Da ist der Große. Da kann sein, dass da. Dann müsste es jetzt rein theoretisch da hinten sein. Ja, theoretisch ist immer. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus hier. Findest du mal noch einen Stein, Alterle? Da könnte man nämlich unsere Sachen wieder aufbauen. Ich habe nämlich eh nichts eingelagert. Ja, komm, ess mal ein bisschen was zwischendrin. Mal Wasserpilz reingebollert. Ich könnte mir vorstellen, Leute, dass wir hier gewohnt haben. Lamlilam. Das machen wir jetzt am Anfang auch gar nicht, glaube ich, oder? Dass wir uns hier schon den ersten Stützpunkt aufbauen und. Oder? Wie macht man das? Ich würde am liebsten gerne das Gebiet erkunden. Ich würde losziehen am liebsten. Jetzt da unten an dem Wasser wäre ich gern. Ich habe noch nicht mal. Es ist der Lederbeutel wieder weg, fällt mir gerade ein. Guck mal, weil ich finde ja meine Hütte nicht mehr. Level up verfügbar. Das heißt, ich kann mir jetzt den Kompass basteln. Hahaha. Sehr schön. Das Spiel kommt uns entgegen. Was vergeben wir denn an Punkte? Was hätte mir da unten jetzt geholfen? Nahkampfschaden wahrscheinlich. Aber Gewicht ist immer noch ein Problem, finde ich. Gewicht und Ausdauer. Ich würde sagen, nochmal einen auf Gewicht. Den Kompass würde ich uns ranholen, Leute. Und was macht man noch so? Was ist denn das hier? Ein Kochtopf. Suppen, Eintöpfe. Das ist bestimmt nicht unwichtig. Was ist das? Eine Stammesflagge. Die brauche ich jetzt bestimmt nicht. Eine Standfackel wäre, glaube ich, nicht. Ein einfaches Bett. Yeah. Einfaches Bett und Kompass. Kompass würde ich gerne bauen. Dafür muss ich jetzt erstmal Grundwerkzeug wieder herstellen. Dann machen wir doch das als primär, bevor ich jetzt hier unendlich lang unsere Hütte suche und ich werde sie nicht mehr finden. Weißt du? Und wenn man nichts hat, kann man nichts verlieren. So sehe ich das gerade. Dann bauen wir uns jetzt mal die Sachen so nach und nach und gucken sie uns an. Und irgendwann nehme ich mir mal offscreen eine halbe Stunde Zeit, bereite alles vor, dass wir alles am Start haben und dann gehen wir wieder los. Und so einen Bulbdog hätte ich gern noch. So einen kleinen niedlichen Taschenlampen-Bulbdog, aber ein Männchen. Ein Männchen wäre nicht schlecht. So, ich glaube, wir hatten gerade einen Wassermangel. Ess mal so ein paar von den. Hier war doch die. Sag mal, ich finde die Hütte nicht mehr. Geil, ich will da wieder hoch, wo wir gerade runtergesprungen sind. Das war eine richtig geile Stelle, um so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, man startet ins Spiel rein. Sag mal, war hier nicht meine Hütte irgendwo? Hallo? Wie gewonnen, so zerronnen. Die Hütte ist weg. Haben wir mal irgendwann einen Stein aufgesammelt? Ich weiß nämlich auch noch nicht genau, welche Steine man hier kriegt und welche nicht. Aha. Kaum mal das ausgesprochen. Wupp. Erstmal die Spitzhacke da gebaut. Ja, komm, dann holen wir unsere Tools wieder ran. Was suche ich denn jetzt hier Ewigkeiten in die Hütte? Ich finde sie doch nicht mehr so schnell. Bauen wir uns am Wasser unten eine auf. Ich gehe da jetzt runter dann. Hallo Pilz.
Grüß dich, mein Freund. Was fehlt denn hierfür jetzt? Ah, bestimmt Feuerstein und so. Komm, wir klopfen mal noch ein bisschen Stein. Ich habe von diesen Bulbdogs noch nicht wirklich viele gesehen. Doch, beim Spoilern, als ich vorgelesen habe, was alles machbar ist, weißt du? So, die Geschichte haben wir auch schon wieder. Ist das da hinten was Kleines, Stinkiges oder was Großes, Liebes? Hier war nicht unsere Hütte. Speer basteln? Stegosaurus ist doch normal lieb, ne? Kannst du eine Fackel auch gleich? Fackel geht auch gleich, Leute. Perfektle. Essen wir was, ein Stückle Wasser rein. Oh, da kämpft was. Dann sollten wir erstmal weggehen, weil wenn der Große da hinten kämpft und verliert, kriegen wir als nächstes die Mütze voll, verstehst du? Lumli, lumli, lum. Kompass. Komm, lass uns mal den Kompass bauen. Alterle, bau dir den Kompass. Was fehlt denn dir? Metall. Oh. Metall, das war beim Stein drin, gell? Mit was finde ich denn besser Metall? Mit der Spitzhacke oder mit dem Ding? Stroh, Felsen, Fleisch, Kadaver. Was ist hier los? Spiel du nicht dein eigenes Spiel hier. Kadaver, Bäume, Stein, Felsen. Keine Ahnung, was besser ist für Metall. Ich würde aber fast sagen, die Spitzhacke. Die ist mehr so metallwürdig, oder? Da war eins dabei. Feuerstein, Stein, Stein, Feuerstein, Stein, Stein. Kein Metall, kein Metall, kein Metall. Metall kommt nicht so oft, ne? Kann natürlich auch sein, dass ich das hier nehmen sollte. Nö. Ich guck mal, wie viel Metall haben wir denn jetzt? Zwei? Wie viel Metall haben wir? Zwei. Ich brauche noch mehr. Ich hau aber das Zeugle raus, was ich jetzt hier gesammelt habe. Sonst sind wir wieder zu schwer, oder? Ne, wir haben noch mal. Ist noch Luft nach oben, Leute. Weiter geht's. Nimm die Spitzhacke. Ich glaube nicht, dass es mit der Axt besser ist. Und achte auf das Kreaturenviech, das hier gerade den großen Blatt gemacht hat. Feuerstein, Stein, Metall. Da war wieder eins. Vielleicht kriegt man auch nur ein Metall raus pro Steinklopfen. Ich lass mal die Finger weg. Ich glaube, der Große hat gewonnen. Wir können weiter rein ins Gebiet, Leute. Lalali, lalali, wir sind heimatlos. Wir haben nicht mal was an, glaube ich. Wir haben noch nicht mal was an. Dann hauen wir uns doch jetzt mal. Ich sehe natürlich hier noch nicht gleich direkt, welches. Ah, ich mache so, das, so sieht man es besser. Ich dachte gerade, ich sehe das hier gar nicht so wirklich. So. Muss man das ziehen? Kann man das auch mit einer Abkürzung irgendwie rüberkriegen? Alter, der Bart ist geil. Der Bart ist gut. Also das allein freut mich schon. Das war übrigens das Dankeschön vom Alterle, ne? Erstmal einen Haufen gemacht, neue Klamotten, yay. Und gleich mal einen Forts gelassen. So, komm, ein bisschen Metall noch, ich will so einen Kompass. Und, war dabei? Hab das gesehen? Ich habe nämlich gar nicht... Doch, da ist wieder... Doch, da, sehr metallergiebig. Jetzt müsste es doch schon drin sein, oder? Ja! Kompassle! Und wo sehe ich jetzt, dass ich laufe? Das wäre jetzt natürlich super interessant. Ich mache erstmal weg. Hier sieht man es nicht in dem Menü. Muss ich es anlegen? Hier sieht man es auch nicht. Machen wir mal so. Vielleicht muss das in die Nebenhand. Nee. Vielleicht muss das... ausrüsten. Mit E. Muss ich das vielleicht hier runterziehen? Kann das sein, dass ich das hier runterziehen muss und dann auf die 4 drücken, um zu sehen, wo ich bin? Ja, scheinbar. Ach, so funktioniert der. So, hier ist Norden. Jetzt, in die Richtung geht es nach Norden. Und wenn ich jetzt auf die Map gucke... Nee, so nicht. Entschuldigung, ich muss mich erst noch einfinden, ne? Ich weiß halt auch nicht. Aber dann müsste es die Wand da hinten doch normalerweise sein, oder? Kannst du ja wegmachen. Dann müsste es da hinten sein. Jetzt laufen wir mal dahinter. Im Moment ist ja eh noch alles neu. Das schadet ja nicht. Wobei ich jetzt aber auch schon Bock hätte, mir den Bogen zu basteln, um zu gucken, ob ich damit nicht irgendwie stärker bin. Ich würde aber gern von zu Hause aus starten, dass ich zumindest in einem Heimatgebiet bin, weißt du? Schauen wir mal. So. Ah, wir sind schon fast am Ende. Hier ist der mit dem Schädel. Ich weiß, dass es mehrere gibt. Ich habe nur die... Ah, das Erdbeben. Da habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, ob uns das wirklich schadet oder ob das einfach nur gerade da ist. Da gibt es ja noch mehr solche Naturkatastrophen, die hier aufpoppen, ne? Ich glaube, egal, ob ich jetzt einen Kompass benutze oder nicht, ich weiß ja noch nicht mal ansatzweise, wo die Base war. Was ist denn hier, Alterle? Ist auch so eine Röhre. Aber es fühlt sich gerade an, als ob wir in die richtige Richtung unterwegs sind. Ha! Hier, da kann ich doch mal direkt ein bisschen Fleisch rausholen. Hallöle, Fleisch und Leder bitte, Fleisch und Leder bitte. Ich danke dir, mein Freund. Vielen Dank. Da ist so ein Bulbdog, Leute. Da ist so ein Bulbdog. Den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns jetzt. Und da ist auch, glaube ich, das Anfängergebiet. Ich meine, und da ist auch ein Dodo.
Hier scheint's absolutes Anfängergebiet zu sein. Locker und easy für jeden. Servus. Was? Der hat ein Herzle oben drauf. Wie süß. Hier, den da holen wir uns jetzt, Leute. Den holen wir uns jetzt. Hallöle. Ich habe das richtige Futter drin. Wow, war der schnell. Den haben wir aber arg schnell gezähmt. Wieso geht das so schnell? Wo ist er jetzt? Ah, jetzt habe ich ihn aufgenommen, ne? Deswegen will ich den ja. Ja, guck. Da sitzt er auf der Schulter vom Alterle. Ja, komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Ist das ein Männle oder ein Weible? Weiß ich jetzt gar nicht. Pass mal auf. Oh, Leco Mio, was hat denn der alles für Sachen im Menü? Jetzt pass auf. Optionen? Nee, ich sammle den mal ein. Wir müssen erstmal an den sicheren Platz. Hier ist ja gerade bunt gemischt alles, ne? Da rennt so Dodo rum. Hier ist so ein großer. Da musst du aufpassen. Da wirst du zu, ruckzuck zugeschissen hier. Will mal schön in Deckung gehen. Keine Ahnung nur, wo ich hin muss. Das ist so mein Problem. Vielleicht sollten wir mal da hochgucken. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine. Da hinten, was ist denn das für eins? Oh, da hinten ist auch sowas wie Pupsi war. Schau mal. Den holen wir uns gleich wieder als Begleiter. Habe ich von den gelben Bären welche? Ja, Pupsi. Wir holen uns den neuen Pupsi gleich zurück. Wir müssen so ein paar Leute um uns rumscharen. Ein paar Charaktere bzw. ein paar Tiere. Den holen wir uns auch noch. Kann man den auch? Ich mache mal langsam. Aber vielleicht, weißt du, dann zumindest, wenn wir Agro haben, haben wir vielleicht das Glück und Pupsi wird als erstes geschnappt. Ist zwar nicht die feine Art, wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Ey, wir gruscheln am Anfang einfach ziellos rum, oder? Bis der Alterle so ein paar Level hat, bis wir mit dem Bogen mal rumgeschossen haben. Kann ich den zufällig bauen? Kann man den zufällig schon bauen oder fällt uns da noch was? Ah, Holz. Können wir gleich holen. So, hast du noch Hunger? Hast du jemals wieder Hunger? Pupsi 2. Nee, das ist Pupsi, das Original Pupsi, ist die Wiedergeburt. Reinkarniert. Reinkarniert ist sie. Ich habe eigentlich alles im Inventar gerade, um Spaß zu haben. Ich weiß nur nicht mehr, wo die Base war, ne? Sorry. Ich weiß jetzt, soll man das abschalten? Lass mal das drin, gehört es dazu. Ich lache halt da jetzt die nächsten Folgen noch drüber. Ich find's total witzig. So, komm, hab noch mal Hunger, dann hammer dich nämlich. Weiblicher Aberrant. Nochmal kurz gucken, ob unser Taschenlämpler noch da ist. Ist der geil, dass der da auf der Schulter hockt. Finde ich super. So, ich muss die natürlich in aller Ruhe mal einstellen, dass die dann halt auch wirklich das tun, was ich ihnen sag. Yo, wir haben ihn. Komm, den nehmen wir wieder Pupsi. Pupsi. Ziel ist natürlich trotzdem, dass ich die in irgendeiner Form... Wer bist denn du? Oh, wenn das so abhaut, Alter, ist bestimmt der Bock fett hier. Das könnte auch Männle sein. Ey, Pupsi, Pupsi, Alter, pass mal auf, wir machen mal das wie gerade eben. Optionen? Nee, Option war es nicht. Ernteeinstellung war es auch nicht. Petit? Ah, stimmt, da freut sich's wieder. Ja, ja, Alter. Entschuldigung, jetzt habe ich kurz vergessen, dass ihr da seid. Verzeiht mir, passiert mal oft, ne? Pass mal auf, Verhalten. Verhalten. Dein Verhalten, dein Ziel angreifen, aggressiv, passiv, neutral, dein Ziel angreifen, das ist okay. Das ist okay. Dann habe ich gedacht, Folgeabstand niedrig. So. Soll man den anderen auch gleich einstellen? Den nennen wir Kneilefalz. Jetzt pass mal auf, den schmeiße ich jetzt nochmal hier auf den Boden. Den nennen wir jetzt Kneilefalz. Gott, habe ich einen Spaß hier. Entschuldigung, ich muss mich jetzt entschuldigen, weil hier wird es eine ganze Weile erstmal so weitergehen, bis ich richtig einen Plan habe. Hier ist doch eine super Stelle, sind alle lieb. Ja, Bulbdog. Aber ich sehe nicht, ob es ein Mädel ist oder eine Frau. Gezähmt? Doch, auch ein Weible. Ich hab's mit der Weibe. Mit der Weiblen. Ich hab's mit der Weiblen, Leute. Ich nenne sie trotzdem Kneilefeiz. Sie wird Kneilefeiz heißen und sie wird uns gehören. Ganz allein. Hier ist kein Padded. Pad, Toggle, Light, Turn on. Ah, und dann verliert sie Ladung. Huch, jetzt bist du umgefallen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Machen wir wieder aus. Spar deine Energie, Alterle. Verhalten war's, ne? Hier machen wir dasselbe. Dein Ziel angreifen, würde ich sagen. Ja, das war schon richtig. Dann nochmal Verhalten. Ziel ändern von Mittel auf. Was ist da los, Alterle? Wenn ich hier mit meiner Familie, verstehst du? Kommt mit, geht ein bisschen weg. Der ist größer als wir. Kommen sie beide? Die sind ja die schnellsten, ne? Die passen zu mir wie Sau. Geil. Oh, ich sollte euch auch noch was zum Essen reintun. Siehst du, jetzt geht schon los. Zwei Tiere und schon bin ich durcheinander. Inventar öffnen. Du frisst doch die hier so gerne. Hier, bitteschön, die können alle dir. Wunderbärle. Ey, Level 19. Level 19, Leute. Ich bin stolz auf uns. Inventar öffnen.
Ja, du sollst auch was bekommen, ist doch klar. Du kriegst das da. Das machen wir wieder weg. Dich schnappe ich auf die Schulter, damit ich weiß, wo du bist. So, wir brauchen neues Futter, neue Aquapilze für uns. Komm, weiter geht's. Servus Dodo, hast Glück, ich habe nämlich momentan kein Lagerfeuer. Was? Benutzt deine Hände? Wie meint dann das? Ich habe doch meine Hände. Ah, okay, ich verstehe. War mein Fehler. Wem seiner sonst? Ist ja niemand da. Pupsi, noch am Mann? Wild männlicher Aberrant. Jetzt müsste ich doch normalerweise überhaupt kein Problem haben, so ein Dodo da mal schön wegzuhauen. So, Pupsi drauf! Mach ihn nieder, Pupsi! Jo, hast du gut gemacht, bin stolz auf dich, du bist die Beste. So, Leute, weiter geht's. Oh, ich habe die Uhrzeit vergessen, Entschuldigung. Also, dann machen wir das jetzt so. Ich glaube, ich stelle den Alterle hier ab. Und wir steigen beim nächsten Mal zusammen hier ein. Dann probieren wir uns mal mit dem Bogen. Und dann hangle ich mich so langsam gemütlich vor. Was kann ich platt machen damit? Wie schießt es? Und dann gehen wir wieder zu der Wasserstelle, Leute. Ich will da runterhüpfen und ich will da gucken. Da muss es ein Plätzle geben für uns irgendwo, wo man eine kleine Hütte aufbauen. Da kann ich mich super orientieren, weil hier ist für mich alles gleich. Wer hat geschissen? Du oder ich? Guck mal, der ist der Bollen. Komm mal ein bisschen weg. Zeig, was du gemacht hast. Zeig deinen Haufen. Böse Pupsi. Ist das ein goldiges Spiel? Bis jetzt. Ungefährlich natürlich. Darf man nicht unterschätzen. Es ist auch gefährlich. So ein Zebra. Kriege ich so ein Zebrablatt? Könnte auch mein Ende sein. Welches Level hast denn du? 6. Und der da? Der hat mir nämlich schon Angst gemacht. Den machen wir jetzt platt, Leute. Hör! Ach, das ist ein Lieber. Pupsi, bleib da! Oh, jetzt kommt es wieder mit dem Pfiffen, wo ich wieder tausendmal. Bleib da, Alter, le B. B, N? Ich muss mal gucken, welche Pfiff es gibt. Ich glaube, B war es, oder? Mäusle, wenn du da so rumrennst, das wird doch nichts. Oh, die jagt den jetzt übers ganze Ding, oder? Wie kann ich denn die mal geschwind abstoppen, dass die mir jetzt sofort dann Stopp. Befehl, Stopp, alle. Pupsi. Das muss doch irgendwie möglich sein. Bis ich da durch bin. Da macht man halt platt. Jetzt muss man töten, ne? Ha! Ha! Egal, wir geben alles. Der muss jetzt halt fliegen, weil sonst ist Pupsi nämlich morgen noch unterwegs. Also Leute, mit dem Speer brauche ich hier nicht auf Jagd gehen, ne? Und wenn ich schieß? Sie hört nicht auf zu rennen. Ich habe echt Moment. Warte mal, stopp. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Hier haben wir doch irgendwo die Tastatur. Gehe dahin. A. Folge mir, bleibe, wo sie sind. U. Folge mir, bleib da. Mit Y könnte ich bleib da machen. Probieren wir gleich. Fortsetzen. Wow. Servus. Hier geht's zu wie im Irrenhaus irgendwie. Jetzt pass auf, das gewöhne ich mir jetzt mal an. Ich lerne mal ganz kurz die Folge einer Geschichten, dass ich weiß, wie ich die kurz gestoppt kriege, so wie jetzt zum Beispiel. Und sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit dem Bogen schießen. Ich freue mich auf euch. Bis dann, Leute.